Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ATV Nachrichten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Arbeit für Flüchtlinge. Infoveranstaltung in Ottobeuren will Einstieg erleichtern. 25 Jahre Jazz Goes to Chur. Jubiläumsfestival in Bad Wörishofen präsentiert Stargast und das totale Lied. Landestheater Schwaben bringt Sarah 47 auf die Bühne. Tausende Flüchtlinge leben mittlerweile in Deutschland. Und solange die Situation in Ländern wie Syrien, dem Irak, Somalia oder Afghanistan weiterhin so unsicher bleibt, wird dieser Strom nicht abreißen. Deswegen ist ein Hauptziel der Politik, die Lebensverhältnisse in den Herkunftsländern dauerhaft zu verbessern. Aber das ist nur ein Aspekt der Flüchtlingspolitik. Ebenfalls wichtig ist die Frage, wie wir mit den bereits in Deutschland lebenden Flüchtlingen umgehen. Ein wichtiger Punkt dabei ist das Thema Arbeit. Denn ohne eine Beschäftigung kann Integration nur sehr schwer funktionieren. Doch gerade hier gibt es viele Hindernisse. In vielen hiesigen Unternehmen herrscht Unsicherheit, wie mit Flüchtlingen umgegangen werden darf. Und genau diesem Thema hat sich jetzt der Arbeitskreis Asyl in Ottobeuren angenommen. Das Ziel, Unternehmen und Ehrenamtliche über die Rechtssituation informieren. Er hat geschafft, wovon viele Flüchtlinge in Deutschland nur träumen. Samia aus Somalia hat eine Praktikumsstelle gefunden. Im Medienzentrum der Allgäuer Zeitung in Kempten kann er zeigen, was er kann und dass er vor allem eines will: arbeiten. Der 17-Jährige ist seit mittlerweile 11 Monaten in Deutschland nach einer abenteuerlichen Flucht über das Mittelmeer. Und Samir ist nicht der einzige Flüchtling, der Arbeit in einem schwäbischen Unternehmen gefunden hat. Denn wie auf der Infoveranstaltung in Ottobeuren deutlich wurde, gibt es in ganz Schwaben Unternehmen, die bereit sind, Asylbewerber einzustellen. Ja, die Bereitschaft und die Willkommenskultur unserer schwäbischen Betriebe ist ganz, ganz erfreulich und sehr, sehr hoch. Wir konnten im Rahmen unseres Flüchtlingsprojektes, das wir im Dezember gestartet haben, mittlerweile über 100 Unternehmen gewinnen, die über 150 Ausbildungs- und Praktikaplätze zur Verfügung stellen. Also sehr, sehr, sehr erfreulich. Doch trotz dieses bereits großen Erfolges, es gibt noch mehr Unternehmen, die sich für die Arbeitskraft der Flüchtlinge interessieren. Gleichzeitig wollen viele Asylbewerber selbst gerne arbeiten, Steuern zahlen, ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten und finanziell auf eigenen Beinen stehen. Und das wäre auch für eine erfolgreiche Integration wichtig, wie der Ottobeurer Bürgermeister German Fries, der den Arbeitskreis Asyl unterstützt, weiß. Ich denke, für menschenwürdige Unterbringung gehört auch das Thema Arbeit, Beschäftigung gebraucht werden mit dazu. Und hier können unsere Ansprechpartner nur die Unternehmen, die Selbstständigen sein, die entsprechend hier auch Möglichkeiten anbieten. Und deshalb hat sich der Arbeitskreis entschlossen, hier im größeren Rahmen für Unterstützung zu sorgen, indem dass sie Experten aus verschiedenen Bereichen einlädt, um hier Fragen zum Aufenthalt, zur Beschäftigung, gemeinnützige Arbeit und viele andere Dinge, die rund um das Thema Beschäftigung auftauchen, abzuklären. Gekommen waren zu der Ottobeurer Infoveranstaltung rund 40 Interessierte aus der Wirtschaft und Ehrenamtliche aus der Asylhilfe. Und schnell stellte sich heraus, der Informationsbedarf ist riesig. Flüchtlinge in Arbeit zu bringen ist schwierig, gerade auch für die hiesigen Unternehmen, wie Said Demir von der Handwerkskammer berichtet. Also die Unternehmen haben zum Beispiel auf der einen Seite die Schwierigkeit, dass kein Rechtssicherheit herrscht. Das heißt, jemand, der ein Asylbewerber ist, hat nur eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung, je nachdem, in welchem Verfahrensstatus er ist. Und das sind nur eine Monatsverlängerung oder 6 Monate maximal. Und darauf können die keine Planungssicherheit einplanen. Es kann ja von heute auf morgen dann eine Ablehnung kommen. Und diese Ablehnung führt natürlich für den Betrieb, für eine ungenaue Planung und natürlich auch für den Asylbewerber ein Rückschlag, den man nicht aufbauen kann. Und das ist einer der wichtigsten Gründe. Aber auch die mangelnde Mobilität von Flüchtlingen in Deutschland ist ein Problem. Ebenso wie die Tatsache, dass mitunter viele Monate vergehen, bis Asylsuchende einen Deutschkurs erhalten. Deswegen fordern viele Unternehmen, Verbände und ehrenamtliche Helfer eine Vereinfachung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge.
Denn der, so die einhellige Meinung, macht auch die Integration leichter, was wiederum auch der hiesigen Wirtschaft und Gesellschaft zugute käme. Der 17-jährige Samir aus Somalia muss sich um derlei Forderungen aber erstmal keine Sorgen mehr machen. Er hat gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit auf die Erfüllung seines Traumes, arbeiten dürfen. Klischees entstehen nicht umsonst. Oft stecken dahinter wahre Begebenheiten. Und so denkt man beim Allgäu nicht nur an Berge und grüne Wiesen, sondern auch an Kühe. Und so wurde das Allgäu gestern Nachmittag wieder einmal seinem Ruf gerecht. Hier gibt es Braunvieh und Co. Und das hat die Polizei im Raum Füssen recht auf Trab gehalten. Vier Schumpen sind am Kalvarienberg ausgebüxt und machten sich auf den Weg Richtung Schützenhaus. Sie flüchteten aber in den Wald und versteckten sich dort. Der herbeigerufenen Polizei kam das wahrscheinlich gerade recht, denn gleichzeitig ging die Meldung ein, dass bei Eisenberg der Stier Paul ausgebrochen war. Den konnte der Besitzer aber ohne die Hilfe der Polizei einfangen. Die machte sich also wieder auf den Weg zurück nach Füssen. Dort waren die Schumpen am Bahngleis aufgetaucht. Und endlich gelang es den Beamten, die Tiere in ein Gehege zu treiben. Passiert ist niemandem etwas, aber die Polizei bittet Tierbesitzer darum, für eine geeignete Einzäunung zu sorgen und die regelmäßig zu überprüfen. Mit weniger tierischen Meldungen geht es gleich bei uns weiter in ATV Kompakt. Vom Allgäu direkt zu ihrem Badehotel an der Adria. Arnold Reisen, schöne Ferien von Anfang an. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK-Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus, unser Bier. Die Meldungen vom 10. Juni 2015. Eine Gruppe Chinesen hat sich auf der B12 zwischen Isny und Wangen ein illegales Autorennen geliefert. 36 Teilnehmer rasten mit Funkgeräten ausgestattet in 11 mit Startnummern versehenen gemieteten Autos über die Bundesstraße. Dabei sorgten sie mit waghalsigen Überholmanövern immer wieder dafür, dass andere Autofahrer ausweichen mussten und beinahe Unfälle bauten. Erst bei Staudach an der Abzweigung Wangen konnten die Raser durch mehrere Polizeiautos gestoppt werden. Nur widerwillig waren die Fahrer bereit, die geforderte Sicherheitsleistung von 200 Euro zu bezahlen. Strafrechtliche Folgen wird die Verfolgungsjagd für die Chinesen wohl nicht haben. Dazu müsste man ihnen laut Polizei konkrete Vergehen persönlich zuordnen können. Das sei aber im vorliegenden Fall nicht möglich. Die Geldstrafe, die durch das Landratsamt verhängt wird, dürfte aber deutlich über den jetzt gezahlten 200 Euro liegen. Ob die Strafe jedoch eingetrieben werden kann, wenn die Fahrer wieder in China sind, ist eher fraglich. Die Lindauer FDP hält auch nach dem Bürgerentscheid an seiner Forderung nach einer Tiefgarage für die neue Inselhalle fest. Diese könnte man planen, während die Inselhalle gebaut werde, so die Partei. Der Bau könnte dann nach Fertigstellung der Halle erfolgen. Damit entzerre man auch das Baugeschehen insgesamt in der Stadt, denn an anderen Stellen soll in den nächsten Jahren ebenfalls gebaut werden. Die FDP rechnet mit Mehrkosten von 8 bis 15 Millionen Euro, die mit Hilfe von Investoren aufgebracht werden könnten. Beispielsweise sollen Teile des Multifunktionsgebäudes für Büros oder Wohnungen genutzt werden.
Das Landratsamt Unterallgäu hat den Haushalt der Stadt Bad Wörishofen nur unter Auflagen genehmigt. Die Ausgaben würden in diesem Jahr die Einnahmen um 22% übersteigen. Außerdem lägen die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 bis 2014 noch nicht vor, so die Begründung. Die Stadt darf allerdings keine außerplanmäßigen Kredite mehr aufnehmen, außer es handelt sich um unabweisbare Ersatzinvestitionen, bereits begonnene Maßnahmen, mehrheitlich geförderte Maßnahmen oder Investitionen, die vor allem staatlich gefördert oder durch Gebühren refinanziert werden. Soweit die Meldungen vom Mittwoch und jetzt noch die Wetteraussichten. Starke Auswahl, starke Preise. Allgäu Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. In der Nacht zum Donnerstag klingen Schauer und Gewitter an den Alpen ab. Sonst bleibt es vielfach stark bewölkt, aber trocken. Die Temperatur sinkt auf 16 bis 12 Grad. Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Der Tag startet in tieferen Lagen vereinzelt mit Regen. An den Bergen scheint häufiger die Sonne. Im Laufe des Tages verlagern sich die Regenwolken Richtung Südosten. Im Westallgäu scheint die Sonne am längsten. Das Thermometer klettert morgen auf 22 bis 24 Grad. In den Bergen wird es regnerisch mit gelegentlichem Sonnenschein. Mit maximal 12 Grad wird es auf dem Nebelhorn am kühlsten. Auf den Gründen werden bis zu 20 Grad erreicht. Der Freitag wird bei anfänglichem Sonnenschein rasch schwülwarm. Im Tagesverlauf steigt das Gewitterrisiko vor allem über den Bergen an. Die Temperaturen klettern tagsüber auf sommerliche 25 Grad. Am Samstag lösen sich am Vormittag Überreste nächtlicher Schauer und Gewitter auf. Häufig scheint die Sonne. Im Lauf des Tages kann es aber wieder anfangen zu regnen. Der Sonntag wird regnerisch. Das Thermometer sinkt bis auf 17 Grad. Ein Leben ohne Computer ist heute kaum vorstellbar. Dass es sie gibt, verdanken wir unter anderem Konrad Zuse. Er hat mit seinem Z4 den ersten funktionsfähigen Computer gebaut. Eine Station in seinem Lebenslauf war Hopferau. Dorthin ist er nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet. Und dort hat er eben diesen Rechner Z4 weiterentwickelt. Eine Ausstellung im Jahr 2000 hat diesem Meilenstein gedacht. Und für einen neu gegründeten Sender wie Allgäu TV damals Grund genug, sich die Ausstellung anzuschauen. Die Bewohner dieses Hauses in Hopferau wohnen an historischer Stelle. Vor 54 Jahren arbeitete Professor Konrad Zuse hier in einem Mehlstadel an seiner Rechenmaschine Z4, einem Vorläufer des heutigen Computers. 346 Meter davon entfernt, in Schloss Hopferau, eröffnete die Kulturstiftung Füssen am Freitag eine Ausstellung zu Ehren des bedeutenden Bürgers. Der Professor Konrad Zuse wäre am 22. Juni diesen Jahres 90 Jahre alt geworden. Und das war für uns eigentlich, also für die Kulturstiftung, Anlass, ihn zu ehren, sein Lebenswerk zu würdigen. Der Professor Konrad Zuse hat ja in unmittelbarer Nähe zu Schloss Hopferau hat er diesen viel gerühmten, bekannten Z4, diesen Rechner, diesen ersten funktionsfähigen Computer der Welt hier in Hopferau entwickelt. Konrad Zuse flüchtete bei Kriegsende vor den Bomben in Berlin und rettete die Z4 zunächst nach Hinterstein, dann nach Hopferau. Trotz der vielen Widrigkeiten der damaligen Zeit schaffte Zuse es dort, auch dank der Unterstützung von Hopferauer Bürgern, die einzige Maschine dieser Art in Europa weiterzuentwickeln. Es gab nur noch in den USA die ENIAC und die Mark I und Mark II, das waren noch Konkurrenzmaschinen, die aber später fertiggestellt waren als seine. Also ein Unikum von Maschine hier in Hopferau. Und das Entscheidende an Hopferau ist ja auch, dass die Maschine von hier dann an die ETH Zürich gegangen ist und damit auch die deutsche Computerindustrie, wenn man so will, mit der Gründung des Zuse Ingenieurbüros hier in Hopferau, was er ja hier 1946 gegründet hat, die deutsche Computerindustrie gegründet wurde. Es ist die erste Firma in Deutschland, die Computer gefertigt hat, nach dem Krieg. Drei Additionen pro Sekunde rechnete die Z4. So
Für Multiplikationen benötigte sie eine Sekunde. Die über Lochstreifen programmierbare Maschine arbeitete unter anderem am Staudamm von Dijon mit. Trotzdem ist die Ausstellung nicht nur etwas für Techniker. Alles Konrad Zuse in dieser Hopferauer Zeit hier ist in dieser Ausstellung umgesetzt worden. Dann haben wir natürlich auch Hopferau selber dargestellt, wie Hopferau damals ausgeschaut hat, und haben das Ganze ergänzt mit Texten aus der Biografie von Konrad Zuse. Also zum Beispiel sehr schön schreibt, dass er aus der Großstadt Berlin jetzt ins Allgäu gekommen ist, dass es hier diese Wiesen gibt, die Berge, und dass es ihm schon irgendwo schwerfällt, zum einen die Programmiersprache zu entwickeln in dieser Umgebung und auch den Rechner zu bauen. Doch nicht das war der Grund, warum Konrad Zuse 1949 dann mit seiner Firma nach Hessen umsiedelte. In Hopferau fehlte es schlicht und ergreifend an den benötigten Räumlichkeiten. Bereits seit 24 Jahren findet in Bad Wörishofen das Musikfestival Jazz Goes to Chur statt. Es ist das älteste Festival der Kurstadt und hat schon einige Stars der Jazz- und Blues-Szene gesehen. Das Who is Who des deutschen und internationalen Jazz mit Namen wie Klaus Doldinger, Paul Kuhn, Pete York oder Axel Zwingenberger war schon hier. Und zum Jubiläumsfestival dieses Jahr haben sich die Veranstalter einen Traum erfüllt und einen ganz großen des modernen Jazz nach Bad Wörishofen geholt. Im Zeichen der Gießkannentrompete geht es bald wieder los. Seit 24 Jahren ist sie das Symbol für Jazz in Bad Wörishofen. Das Festival Jazz Goes to Chur geht in diesem Herbst in die 25. Runde. Im Filmhaus Bad Wörishofen, wo das Festival auch stattfindet, gab es jetzt erste Informationen zur Jubiläumsveranstaltung. Anna-Marie Schluifelder ist die Veranstaltungsleiterin von Jazz Goes to Chur. Sie will einen hochkarätigen Querschnitt der Jazzmusik präsentieren. Es gibt einen tollen Bluesabend, Kai Strauss und Electric Blues Allstars, einen wunderbaren Kinofilm am Freitagabend, der begleitet wird von einem Konzert mit einer Band aus dem Film. Samstagabend kommt Thorsten Gutz, einer der großen Nachwuchsstars eigentlich der deutschen Jazzszene. Und am Sonntag zum Abschluss eine Münchner Sängerin, Stefanie Bolz und Band mit viel Soul und Pop. Mann der ersten Stunde und quasi Vater von Jazz Goes to Chur ist Hans-Horst Fröhlich. Dr. Jazz wird er genannt, auch aufgrund seiner langen Verbundenheit mit dem Festival. In den vielen Jahren, in denen er schon dabei ist, hat er viele berühmte Musiker nach Bad Wörishofen geholt. Bis auf die Liebe zur Jazzmusik hat sich im Laufe der Jahre viel verändert. Gleich geblieben ist eigentlich nichts, weil wir haben also versucht, das immer weiterzuentwickeln und auch uns ein Publikum zu ziehen, dass wir sagen, also wir wollen eben Donnerstag den Blues-Tag machen und wir machen dann richtigen Jazz oder eben kein Blues. Und gleich geblieben ist natürlich zum großen Teil die Mannschaft, die das organisiert hat und die mit großer Begeisterung dieses Festival getragen hat. Was sich noch geändert hat, ist der Veranstaltungsort. Seit inzwischen 11 Jahren ist das Bad Wörishofer Kino das Zuhause des Jazz. Man hat viele Veranstaltungsorte ausprobiert und keiner war so richtig geeignet. Und hier kam die Idee auf vor 11 Jahren, warum probiert man das nicht mal aus? Es gibt ja viele Jazzfestivals, die in Kinos stattfinden, weil man einfach weiß, dass die Akustik wahnsinnig gut ist. Und wir haben hier Gott sei Dank das Glück, einen sehr rührigen Filmhausbetreiber zu haben, der uns sehr unterstützt und uns hier sein Haus anbietet jedes Jahr als Veranstaltungsort für unser Festival. Zum Jubiläum haben sich die Veranstalter einen besonderen Gast eingeladen, einen richtigen Star. Der mehrfach ausgezeichnete Jazz-Trompeter Till Brönner kommt in die Kurstadt. Der spielt für mich in der obersten Liga. Er ist ja jetzt zum Teil auch im den Staaten tätig, er war Grammy nominiert, er hat das Jazz Echo ein paar Mal bekommen, im letzten Jahr vor allem. Ich kriege Gänsehaut momentan, es ist wirklich ein Traum, wird wahr für uns und wir sind sehr stolz, dass wir ihn präsentieren dürfen im Rahmen unseres Festivals, ganz toll. Der Jazz lebt also, er geht im Herbst nur zur Chur. Die Jubiläumsausgabe Jazz Goes to Chur läuft vom 15. bis zum 25. Oktober. Sie war eine der ganz Großen in den 30er Jahren, Sarah Leander. Das hat sie auch der Zeit des Nationalsozialismus zu verdanken. Doch wie ging es danach weiter?
Dieser Frage geht das neue Stück am Landestheater Schwaben nach. Ob das gelingt, sehen Sie gleich. Große Auswahl an Esszimmermöbeln, Polstermöbeln, Matratzen und Teppichen bei der neuen Möbelschau in Waltenhofen. Wohnen ganz nach Ihrem Geschmack. Einkauf und Genuss, Aktion und Information, Musik und Unterhaltung. Besuchen Sie die Erlebnismesse MIA, jetzt neu auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren. Vom 12. bis 14. Juni präsentieren über 170 Aussteller ihre Angebote aus Handel, Handwerk und Dienstleistung. Mit buntem Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie und gemütlicher Einkehr im Festzelt. Infos auch unter messe-mia.de. Die schönsten Plätze mit Blick ins Allgäu. Wir haben sie gefunden. Das Allgäuer Brauhaus verschenkt 10 Allgäuer Büblebierholzbänke, um diese Orte noch schöner zu machen. Ob Privathaus oder Dorfplatz, Sie entscheiden, wer gewinnt. Voten Sie jetzt. Alle Bilder und Infos unter www.meinblickinsallgäu.de. Scharf sehen ohne Brille. Kostenloser Infoabend vom Augenversorgungszentrum Weilheim. Am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Hotel Landsberger Hof in Landsberg. Dr. Pfeffel und Dr. Zenk informieren Sie über die modernste Technik der Augenlaserbehandlung. Vollständig laser- und computergesteuert. Im Rahmen der Reihe Kultursommer 2015 präsentiert der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen 6 unterschiedliche Veranstaltungen im Kurhaus der Kneippstadt. Von Komödie, Theaterklassiker, Operette bis hin zum Familienkonzert ist garantiert für jeden etwas dabei. Karten erhalten Sie im Kurhaus. Alle Infos unter bad-wörishofen.de. Kann denn Liebe Sünde sein? Diesen Hit hat wohl jeder sofort im Ohr, wenn er an Sara Leander denkt. Die schwedische Schauspielerin und Sängerin wurde durch ihre markante Stimme berühmt. In den 30er Jahren stieg sie zum höchstbezahlten weiblichen Filmstar in Deutschland auf, konnte sich ihre Rollen aussuchen. Doch mit dem Niedergang des nationalsozialistischen Deutschlands sank auch der Stern von Sara Leander. Sie kehrte nach Schweden zurück, hatte dort zunächst keine Angebote mehr. Genau an diesem Punkt setzt das Stück Sara 47 an, das ab dem Wochenende im Landestheater Schwaben zu sehen ist. Mein Ideal auf dieser Welt, das ist für mich der kühne Held, der große blonde Mann. Er kommt aus einem Märchenland und reicht mir seine starke Hand, die mich zerbrechen kann. So sieht der Mann meiner Träume aus. Sein Name ist Ralf Rapier. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Bitte hören Sie mal her. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder blond noch kühn, aber ich liebe ihn. Ach, der Waldemar, und das ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn. Der Junge ist das Gegenteil von meinem Ideal. Ich werde nicht auf Kugos mir, doch das ist mir egal. Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Nie krieg ich den Hermelin, aber ich liebe ihn. Es sind Lieder wie dieses, die Sara Leander einst berühmt gemacht haben. Die Frau mit der ungewöhnlichen Stimme konnte sich ihre Rollen aussuchen, sang vor ausverkauftem Publikum. Doch das Stück Sara 47 ist kein Best-of der bekannten Hits der Schwedin. Es spielt an ihrem 40. Geburtstag. Bis vor wenigen Jahren noch gefeierter Publikumsliebling muss sie jetzt enttäuscht feststellen, dass von dem einstigen Glamour nicht viel übrig geblieben ist. Denn Leander wurde in den 30er Jahren vor allem in Deutschland berühmt. Mit dem Niedergang der Nationalsozialisten verschwand auch die Sängerin aus dem Scheinwerferlicht. Statt Glückwunschkarten erreichen sie deshalb Rechnungen. Keiner ruft sie an. Es ist definitiv eine gebrochene Figur. Und das ist eigentlich auch das Spannende an genau diesem Zeitausschnitt, dass wir ihr dabei zugucken, wie sie es immer wieder versucht. Also es gibt Wechsel zwischen der Bühnenzara, der totalen Illusion auch, dass man also versucht, die Schauspielerin dahin zu bringen, dass sie wirklich in Richtung von einer Imitation geht und dann aber natürlich auch einfach eine spannende Bühnenfigur zu kreieren, die dann gebrochen ist.
Das Stück Sarah 47 ist ein Musical-Solo. Die Hauptfigur wird von einem bekannten Gesicht des LTS gespielt, Josephine Weyers. Sie bringt die Zerrissenheit der ehemaligen Filmdiva überzeugend auf die Bühne. So sieht man ihr die Wut und Enttäuschung mehr als deutlich an, als sie einen kritischen Brief von einem ihrer Landsmänner erhält. Unser Nationalstolz, er erträgt viel. Und er hätte auch ertragen, wenn sie nach ihrem Gastspiel im tausendjährigen Reich nicht zurückgekommen wäre. Und wenn ihnen in der Bombennacht ihre Villa auf den Schädel gefallen wäre. Aber Gott nimmt nur die zu sich, die er liebt, Frau Leander. Und Gott liebt sie nicht. Geht sie zurück. Das, Urteil über Sarah Leander kommt natürlich auch so aus dieser Sicht derjenigen, die überlebt haben. Und da kommt viel der Vorwürfe her, die man ihr macht. Und ich glaube, dass nicht viele Leute in Deutschland sich zu der Zeit, also bis 1943, so bewusst waren. Und dadurch wird es natürlich auch ein Stück, das nicht nur eine hervorgehobene Hauptfigur hat, sondern da wird es vielleicht auch so ein Stück weit gültig für also die Allgemeinheit und auch die Normalbevölkerung dieser Zeit und natürlich auch der heutigen Zeit. Sarah Leander betonte immer wieder, dass sie eine unpolitische Frau sei, trotz ihrer Auftritte in deutschen Propagandafilmen. Auch die Sarah auf der Bühne verteidigt sich gegen Vorwürfe, sie habe die Ideologie der Nationalsozialisten unterstützt. Die Gerüchte um ihre Nähe zu Hitler beispielsweise seien nicht wahr. Ich habe Hitler nur ein einziges Mal gesehen. Und da habe ich ihm gesagt, dass er was mit seinen Haaren machen muss, immer so im Gesicht, so ungepflegt. Böse Zungen behaupten ja, dass er was für mich übrig gehabt hat. Ja. Vielleicht, weil ich mich für seine Haarprobleme interessiert habe. Es ist ein politischer Abend auf jeden Fall auch. Also wir versuchen dann nicht, wir zeigen auch viele Bilder, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Also das ist auch ein Stück, das sehr in Sarah, also in der Bühnen-Sarah-Figurs Kopf stattfindet. Ja, also das wird nicht ausgeklammert. Also es ist kein Abend nur zum die Lieder wieder hören und sich da nur gut fühlen, sondern da wird dort, also gibt es deutliche Kontrapunkte, die dem so ein bisschen entgegenwirken. Immer mehr redet sich Sarah in Rage, verteidigt sich gegen Gerüchte und Anfeindungen. Sie habe nur ihren Traum verfolgt, eine berühmte Sängerin und Schauspielerin zu werden, um endlich dem Elternhaus in einem verschlafenen schwedischen Dorf entfliehen zu können. Jeder kann das schaffen. Man muss nur daran glauben. Wollt ihr das schaffen? Wollt ihr die Welt erobern? Schließlich klingelt das Telefon. Ob es die ersehnte Anfrage für einen Auftritt ist oder doch wieder nur ein Kritiker, das sehen Sie ab Samstag im Landestheater Schwaben. Es ist nicht leicht für einen Landkreis, den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Einerseits müssen die zugewiesenen Flüchtlinge untergebracht werden, andererseits soll es zu keinen Konflikten mit der Bevölkerung kommen. In Oberstdorf scheint das gerade problematisch zu sein. Mehr dazu morgen Abend hier bei Allgäu TV. Auf Wiedersehen.